Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tele Football zu einem neuen Stadionvlog. Heute bin ich endlich wieder auf Schalke. Es ist Bundesliga angesagt. Der 30. Spieltag läuft und wir haben das Samstagabendspiel erwischt. Topspiel der Woche gegen Werder Bremen. Unser Mitaufsteiger kommt zu uns in die Arena. Bremen spielt eine wirklich richtig gute Saison mit Offensivfußball, mit dem großen Teil des Zweitligakaders Erfolg bis hierhin gehabt. Stehen kurz vor dem Klassenerhalt. Und wir stehen noch nicht kurz vom Klassenerhalt. Ich hoffe, wir machen heute zumindest mal einen kleinen Schritt in die Richtung, denn wir müssen heute einen Schritt in diese Richtung machen. Letzte Woche, das 0:4 in Freiburg, war mal wieder ein Offenbarungseid, wie schlecht wir aktuell auswärts sind und wie wichtig damit umso mehr die Heimspiele werden gegen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Heute also erstmal volle Konzentration auf Werder. Wir brauchen einen Sieg und ja, Bremen ist stark, Bremen kommt mit einer guten Truppe nach uns, hat Selbstvertrauen durch den Sieg gegen Hertha. Aber es gibt keine Alternative. Wir müssen dieses Endspiel gewinnen, um 4 weitere Endspiele zu haben. Und ich mache mich jetzt auf den Weg Richtung Gelsenkirchen. Angekommen auf Schalke, gut 2 Stunden vor Anpfiff, also auch heute wieder alles ganz entspannt, auch auf dem Parkplatz schon einige Bremer gesehen. Ich glaube, das Ding wird auch aus Werder Seite sehr gut supportet werden und für uns jetzt unfassbar wichtig, auch gerade Pausen in der Bundesliga, Stuttgart führt, Hoffenheim nicht zurück. Ja, wir müssen selber liefern heute, Punkt aus Ende. Angekommen auf Schalke, Bierchen am Start mit Ernst Kutzorabecher. Und jetzt gibt's schön was zu essen. Bratwurst natürlich. Erstmal. Da ist er. Einer der besten Bratwürstchen, die es so gibt im Fußballdeutschland. Ist so, bleibt so. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Essen und Trinken auf Schalke ist immer wieder top. Sowohl Felddienst als Bier, als auch die Bratwurst in Köln-Wurst. Geil. Übrigens, Info fürs nächste Heimspiel. Im Oberrang, alle in Blau. Unterrang, alle in Weiß. Sprich, wir werden alle Weiß tragen. Gegen Eintracht Frankfurt. Das wird eine sozusagen spezielle Choreo. Könnte geil werden. Bitte merken, Oberrang in Blau, Unterrang in Weiß. Geil. Gang 2, die schöne Frikadelle. Ruben, hast du da? Ja, sicher. Und dennoch? Da sind wir noch. In unser Wohnzimmer. Sehr schön. Dach ist auf, gute Schulung vor Anpfiff. Und da hinten der Bremer Auswärtsblock. Er fühlt sich sehr, sehr gut. Übrigens, genau vor einem Jahr haben wir in Sandhausen mit 2:1 gewinnen können. Doppelpack Terodde. Deswegen auch heute gewinnen wir 2:1 gegen Bremen. Aufschwung ist da und direkt schlechte Nachricht. Moritz Jens fehlt uns heute. Im Tor Schmolo, Viererkette mit Matriciani, Yoshida, Kaminski und Uronen. Doppel-6, Kral Kraus, offensiv dann Karaman, Bülter, Salazar und Terodde. Ja, ist teilweise okay, weil man es so ungefähr erwarten konnte. Dass Jens fehlt, ist aber schon ein herber Verlust. Vor allen Dingen auch Yoshida, Kaminski, beide nicht die schnellsten gegen Duxch und Co. Schwierig. Aber egal, wir haben keine Wahl. Der parallel hat Stuttgart gegen Gladbach gewonnen, was nicht gut ist. Hoffenheim hat gegen Leipzig verloren, was ganz gut ist. Und wir sind gefordert. Wir müssen heute gegen Werder 3 Punkte holen. Es gibt keine Alternative. Ganz im Ernst, es muss ein Sieg her. Leute, komm rein. Alexander Schwolo braucht Support. Punkt aus Ende. Das ist der Werder Bremen. Auf Schalke willkommen.
jetzt wird's laut. Mannschaft kommt mit Sebastian Polter. Der ist endlich wieder fit. Rico Salazar wieder in der Startelf. Ich bin gespannt. Und Bremer Stimmung. Die haben richtig Bock. Halbe Stunde vor Anpfiff. Currywurst. Darf natürlich nicht fehlen. Immer wieder schön auf Schalke. Mit Jalapenos und so. Geil. Und weil ja viele immer fragen, warum ich denn so viel essen würde vorm Spiel. Currywurst, Frikadelle, Bratwurst. Das geht, weil es schmeckt und weil ich sonst auch da nichts esse. Extra für Schalke. Immer schön hier reinzukommen. Ich hab Bock. Wir brauchen 3 Punkte. Minuten noch. Stimmung. Geil. Wie liebe ich dich? Stefan, Haus raus. Jetzt. Wir brauchen 3 Punkte. Dringend. Spiel läuft. Auf geht's. Boah, Junge, ist der frei. Boah, Junge, ja, Mann! Gut, Junge, gut! Danke.
Glückwunsch. Oh, weiter geht's. Komm, Kaminski, mach's noch einmal. Bitte. Bitte. Pause auf Schalke und es ist wahrscheinlich das bis hierhin langweiligste Topspiel der Bundesliga-Saison. Das liegt nicht zwingend am Bremen, weil die müssen auch nicht mehr machen, als sie tun. Sie machen es bis hierhin in Ordnung. Und Schalke ist unfassbar schlecht. Nach vorne sowas von Ideen und planlosem Kombinationsspiel im Ballbesitzspiel. So wird's nichts. Aber vom Gefühl her auch viel zu wenig dafür, dass du weißt, es ist alles oder nicht Spiel. Da muss deutlich mehr her. Zwei, der verläuft. Eckball für uns. Attacke. Schießt ein Tor! Auf den Schalke, schießt ein Tor!
Wir brauchen noch einen fucking Tormann. Komm jetzt! Yeah!
Durchatmen. Feierabend auf Schalke. Wir schlagen Bremen. Kurz vor Schluss mit 2:1. Packendes Spiel. Stimme ist weg. Stimmung geisteskrank gewesen. Vor allem auch in der zweiten Halbzeit. Respekt aber auch an Werder Bremen. Ganz starker Auswärtssupport. Muss auf jeden Fall nochmal sein. Respekt auf jeden Fall an die Stelle. Und für uns unfassbar wichtiger Erfolg. Es ist aber auch nur die Eintrittskarte für ein Schlussrennen. Nicht mehr, nicht weniger. Wir haben die Klasse noch lange nicht gehalten. Es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und mal wieder unser Heimspielgesicht. Nächste Woche in Mainz. Muss was her. Gegen einen starken Gegner. Es muss was her. Es bringt uns alles nichts. Wir durften uns heute freuen. Wir durften heute feiern. Wir müssen weitermachen. Sonst bringt die ganze Story hier nichts. Ganz, ganz wichtig, dass wir heute leben und dass wir da sind. Wir schlagen Bremen mit 2:1. Wir sehen uns in Mainz wieder. Nächste Woche Freitag. Das wird ganz wichtig. In dem Sinne, macht es gut, ciao. Und bleibt am Ball. Just you and I.